Ist Oliver Reck nur der Bankanwärmer für Schaaf, Stanislavski, Köstner oder Bommer? Oder vielleicht doch mehr? Siege könnten arbeitsplatzerhaltende Maßnahmen sein. Die Cottbusser in Rot mit dem eindeutig besseren Start. Bickel rein in den Strafraum und er findet Afane. Siebte Spielminute, was für ein Auftakt für die leidgeplagten Cottbusser. Bickel als Inszenator und der kleine Schwede bei seinem ersten Einsatz von Anfang an gleich erfolgreich. So kann es weitergehen für die Mannschaft, die zuletzt drei Heimspiele in Folge verloren hat. Düsseldorf Kuhl, Paurewitsch, Hoffer. Auf dem Betzenberg trifft er und auch in der Lausitz der Jimmy macht's. Paurewitsch mit guter Vorbereitung. Cottbus in Überzahl. 3 gegen den Ballführenden, 5 bei dem Torschützen und dennoch trifft er. 1:1 zur Pause. Schwere Lasten, die Cottbus durch die Fußballlandschaft trägt. Und dann die Riesenchance. Bol nicht im Abseits zum zweiten, Bol zum dritten und ein überragendes Torwartverhalten von Fabian Giefer. Was bleibt der cool, was bleibt der abgezockt stehen? Und gleiches gilt dann auch für die Fortuna in der Vorwärtsbewegung. Erath, Benschop, eine Drehung, ein Schuss, 7. Saisontreffer, Gästeführung, 2:1 für die Düsseldorfer Fortuna. Erste Torbeteiligung für den von Düsseldorf 2 aufgerückten Nachwuchsakteur Erath. Damit hat Oliver Reck viel richtig gemacht. Cottbus bemüht mit Taki, aber vor dem Tor alles andere als zwingend. Buba Casanogo, 900 Minuten ohne Tor. Was für eine Abschlusskrise, die ist aber nicht nur an den Namen Sanogo festzumachen. Der sich bemüht hier in der Vorbereiterrolle und Jendrisek kriegt keinen Druck hinter die Kugel. Und dann schauen Sie mal Lamberts, der liefert den Ball eigentlich bei Cottbus fast freundschaftlich ab. Mörle zögert, Bulliard geht hin und wie schlecht geht er hin und Erath macht sein erstes Zweitligator. Viel mehr Fehler auf so einem kleinen Haufen kriegst du gar nicht hin. Völlig verunsichert die Innenverteidigung und Bulliard dann mit Anfängerverhalten und der Keeper kriegt auch noch nicht die Kiste zu. Oliver Reck, das läuft richtig rund. Wir hören Stimmen, Giefer und Bittroff im Gespräch mit Jürgen Schmitz.